Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Sarah Wagenknecht die AfD bei Anne Will auf denkbar verlogene, perfide, täuscherische Art und Weise verunglimpft hat und Tino Chrupalla das zugelassen hat. Außerdem geht es darum, das Video ist leider etwas länger geworden, aber ich konnte es nicht kürzer darstellen, weil es sehr viel ist. Aber ich hoffe, es ist trotzdem spannend. Aber es geht dann darum, was Tino Chrupalla hätte machen können, was seine Strategie bisher ist, was er sich dabei wahrscheinlich davon erhofft, was er sich davon verspricht und warum das aber, jedenfalls aus meiner Sicht, nicht funktioniert. Und dann konkret an dem Beispiel, was er hätte sagen können, wie er hätte reagieren sollen und wie er damit hätte erreichen können, dass umgekehrt Sarah Wagenknecht mit ihrem Angriff, dass es voll negativ auf sie zurückfällt. Und dass sozusagen je schlimmer der Angriff ist, er umso schlimmer auf sie zurückfällt, wie er das erreichen kann. Jetzt im folgenden der Ausschnitt. Und ich finde, auch zu Sachsen-Anhalt muss man schon deutlich sagen, also das ist wirklich ein Landesverband, wo in extremer Weise die Neonazi-Szene präsent ist. Also ihr Spitzenkandidat hat sich in einer Facebook-Gruppe wohlgefühlt, die es witzig fand, das Bild der von den Nazis ermordeten Mädchens Anne Frank auf eine Pizzaschachtel zu montieren und darunter zu schreiben, ofenfrisch. Also ich muss sagen, das finde ich so widerwärtig, das finde ich so ekelhaft. Und wenn Sie mit solchen Leuten drantreten, dann können Sie hier nicht sich hersetzen und so tun, als seien Sie hier die große bürgerliche konservative Opposition. Das sind Sie nicht. Solange Sie solche Typen in Ihrer Partei haben, ist es eben völlig berechtigt, dass jeder Sie daraufhin anspricht. Und Sie machen das ganz bewusst, dass Sie sich davon nicht distanzieren, weil Sie eben dieses Milieu auch haben wollen und auch ansprechen wollen. Was ich allerdings noch viel schlimmer finde, ist eben, dass tatsächlich eine Partei, die solche Typen als Spitzenkandidaten aufstellt, natürlich von diesem Unmut, von diesem Frust, von dieser Hilflosigkeit, die viele Menschen spüren. Und es ist ja schon prägnant. Sarah Wagenknecht schildert in empörtem Tonfall, was für Unmenschen doch die AfDler in Sachsen-Anhalt sind. Was für gedankliche Mörder. Was für, ja, wie kann man sich nur nicht davon distanzieren? Wie kann man sich überhaupt mit solchen Leuten abgeben? Das erklärt sie logisch einleuchtend erscheinend, in der Schnelle, dem Zuschauer. Also ich muss sagen, das finde ich so widerwärtig, das finde ich so ekelhaft. Und wenn Sie mit solchen Leuten drantreten, dann können Sie hier nicht sich hersetzen und so tun, als seien Sie hier die große bürgerliche konservative Opposition. Es werden Späße gemacht und Oliver Kirchner ist scheinbar jemand, der also gerne Menschen ermordet, also der gern zuschaut, wie Menschen sterben und das dann lustig findet. Und man denkt, ah, das ist jetzt, ich habe davon noch nie was gehört, von diesem Vorfall. Und Sarah Wagenknecht erwähnt den Zeitpunkt nicht. Man denkt also, es ist jetzt vor kurzem passiert und es geht auch relativ schnell. Also sie schildert das so, Chatgruppe und so weiter und so fort. Und man hat dann also den Eindruck, ja, der Oliver Kirchner, also der findet das also lustig. Und das, also die ganzen Leute finden das alle lustig, er findet es auch lustig. Und das ist natürlich klar, das ist also unmöglich. Das ist also verwerflich. Und bei Sarah Wagenknecht ist es ja auch so, dass auch ich zugegebenermaßen, aber wahrscheinlich auch viele, finden sie halbwegs sympathisch. Weil sie ja immer wieder glaubwürdig auftritt. Das heißt, wir schenken ihr jetzt auch noch mehr Vertrauen, als wenn jetzt beispielsweise das Robert Habeck sagen würde. Da würde man sofort denken, naja, das ist doch irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht, wollen wir doch mal gleich nachgucken. Oder das, der behauptet es ja sowieso immer. Aber wenn Sarah Wagenknecht das sagt, dann auch Leute, die jetzt AfD wählen, die werden dann verunsichert. Also wie gesagt, wenn ich verunsichert werde, dann kann man davon ausgehen, dann werden ganz viele verunsichert. Ich habe mir also gedacht, ich war also erschüttert und habe mir gedacht, na gut, dann wollen wir das mal nachgucken. Man hat eigentlich gar keine Lust, weil es ist eigentlich so schlimm, dann möchte man das gar nicht wissen. Aber dann denkt man sich, naja, okay, das muss man jetzt doch mal recherchieren, was denn da los ist. Und dann gebe ich das also ein und dann sehe ich dann 2017.
Da habe ich mir schon gedacht, aha, also 2017. Und dann bin ich persönlich schon wütend geworden. Weil dann merkt man, kann man sich schon denken, wo die Sache hinläuft. Das war also vor 4 Jahren. Und jetzt rekonstruieren wir mal den Fall genau. Es ist auch so, dass Zeitungen das aufgegriffen haben. Das war also eine angeblich geschlossene Chatgruppe. Sehr geschlossen, wenn das zufällig an die Presse kommt. Und jetzt betrachten wir mal diesen Witz genauer. Es gibt die Möglichkeit, dass jemand von der Antifa oder sonst jemand vom Verfassungsschutz, das war ja bei der NPD der Fall oder auch früher sonst wo der Fall, es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass so jemand in eine Partei eintritt, um der Partei zu schaden. Und was gibt es für eine bessere Möglichkeit, das zu tun, als auf eine solche Weise? Man macht also einen Witz, einen geschmacklosen Witz, einen derben Witz. Und die Leute in der Gruppe sind dann verunsichert. Aber sie wollen auch keine Spaßverderber sein, keine Spielverderber sein. Der Witz ist also geschmacklos, aber man weiß nicht so recht, wie man darauf reagieren soll. Soll man jetzt denjenigen angreifen, schlechte Stimmung machen? Und dann sagt derjenige, ach komm, jetzt hab dich doch nicht so, was bist denn du für ein Langweiler? Das ist doch nur ein Witz, das ist halt Sarkasmus, das ist natürlich nicht böse gemeint, was führst du dich jetzt hier so auf? Sozusagen. Dafür haben natürlich die Leute, wenn die das sehen, denken sich natürlich, naja, naja, aber sie sagen dann nichts. Aber Wagenknecht erweckt ja hier den Eindruck, die Leute hätten das alle ganz toll gefunden. Und sozusagen, das wäre, sie finden das ganz lustig. Also weil sie jetzt in der Gruppe anwesend waren und nichts gesagt haben, fänden die das lustig. Da tut Wagenknecht so, als wäre das die logische Schlussfolgerung. Ich denke, ihr kennt das bestimmt auch. Ich habe jedenfalls hab in meinem Leben schon viele geschmacklose Witze gehört, auch brutale Witze. Aber das heißt natürlich nicht, dass man dann irgendwie Mord oder sowas gut findet. Das heißt, die Person, die den Witz gemacht hat, kann dann sich immer noch rausreden und sagen, ja, ich habe ja, das war doch nur sarkastisch gemeint, was willst du denn? Und auffällig ist, dass es ja angeblich eine geschlossene Gruppe war. Und vor allen Dingen hat Kirchner damals gesagt, er hat das nicht mitbekommen. Also war in dieser Gruppe drin, um seine Sachen zu verbreiten, um seine Reden zu verbreiten, um Aufmerksamkeit zu haben. Aber er hat das nicht alles gelesen. Und ist auch durchaus glaubwürdig. Diese Netzwerkerei ist ja leider verbreitet bei Politikern, dass sie sich also in irgendwelche Gruppen begeben, um dort Stimmen zu sammeln, um gewählt zu werden. Um also bei den Leuten sympathisch zu sein. Ich bekomme das jetzt selber so ein bisschen mit und bekomme das geschildert, weil ich ja selbst angetreten bin. Und ist dann also so, da gibt es also dann Gruppen und dann geht man in diese Gruppe rein, dann versucht man sich bei den Leuten beliebt zu machen. Also bin jetzt in keiner Gruppe, aber ich habe geschildert, dass es also die Leute so machen. Und da kann man sagen, das ist natürlich verwerflich, aber ja, leider ist es halt anscheinend so, du musst dich halt mit den Leuten bekannt machen, musst mit ihnen kommunizieren, mit ihnen persönlich in Kontakt treten, sozusagen mit möglichst vielen Leuten, dass sie dich halt am Ende wählen. Und so hat das Kirchner wahrscheinlich auch gemacht. Und das weiß auch Sarah Wagenknecht auch ganz genau, weil sie ist auch Bundestagsabgeordnete und sie weiß auch ganz genau, wie das funktioniert. Und sie weiß auch, es war von 2017 und sie führt das an. Und sie weiß auch, dass Kirchner dementiert hat, das mitbekommen zu haben. Und sie weiß auch ganz genau, dass diese Chatgruppe aufgelöst wurde. Das erwähnt sie auch nicht. Also sie erwähnt nicht, dass es 2017 war und sie erwähnt nicht, dass die Chatgruppe aufgelöst wurde. Was zeigt das, dass es von 2017 war? Das heißt, sie hat in der ganzen Zeit vorher, 4 Jahre lang vorher, nichts gefunden. Und jetzt schauen wir uns den Vorfall an. Das war also ein komischer Witz, wo also Leute halt nichts dazu gesagt haben, wo sie nicht gesagt haben, das finden sie toll. Diese Person kann jemand gewesen sein oder ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich jemand gewesen, der der AfD bewusst schaden wollte. Weil es war eine geschlossene Gruppe, es kam dann aber an die Presse. Das ist eigentlich der perfekte Weg. Perfekter kann man der AfD nicht schaden, wenn man genau sowas macht. Und es gibt ja wirklich viele Leute, die der AfD schaden wollen. Und warum geht man dann nicht einfach in die Partei rein, schmuggelt sich ein und macht sowas? Da gibt es, denke ich, genug Antifanten oder sonst welchen Leuten, denen ich sowas zutraue. Oder wo es auch logisch ist, wenn man die AfD bekämpfen will, und das will die Antifa, und sie machen ja andauernd False-Flag-Aktionen bei irgendwelchen Demonstrationen, haben sie dann erst den Antifa-Banner haben sie dann. Und dann haben sie die Reichsfahne, packen sie dann aus. Also das ist ein gängiges Verhalten. Die kämpfen mit allen Mitteln. Und es ist doch sehr wahrscheinlich, dass das auch so ein Fall war. Und Sarah Wagenknecht weiß es natürlich auch ganz genau, dass das,
wahrscheinlich so gewesen ist. Also würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich habe jetzt keine Ahnung über die genauen Hintergründe, aber das drängt sich ja auf. Sie erwähnt also das Datum nicht. Sie stellt nicht klar, dass Kirchner sich davon distanziert hat und stellt es so dar, Kirchner und alle anderen in der Gruppe hätten das ganz toll gefunden. Und das ist pure Verleumdung, pure Hetze auf die schlimmste Art und Weise. Weil sie sich ja auch noch das Vertrauen ergaunert hat von Leuten wie mir und anderen, die dann ihr auch noch vertrauen. Und es geht ja alles so schnell. Sie erzählt das und es klingt alles logisch auf Anhieb. Und dann bleibt es so stehen und dann denkt man sich, ja klar. Und jetzt kommt Kupala ins Spiel. Er ist passiv. Er sagt dazu einfach nichts. Und bei Kupala ist es auffällig, er ist die ganze Sendung über, ging das ja so, dass also diese Vorwürfe gegen die AfD wiederholt werden. Rechtsextremismus, die AfD ist das Schlimmste, es ist gut, dass die AfD nicht mehr bekommen hat. Und die AfD wird also systematisch dämonisiert. Und das wussten die Kommunisten, das wussten alle möglichen undemokratischen Regimes, die Propaganda machen. Man muss die Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie zur Wahrheit bei den Leuten. Und auch hier, das wissen die ganz genau. Das machen die Altparteienvertreter auch ganz gezielt, dass sie das immer wieder einstreuen. Die wissen ganz sicher über diese Propagandamethoden, wissen die genau Bescheid. Also sie streuen das immer wieder ein. Und das geht ja nicht nur bei Anne Will so, das geht ja den ganzen Tag, jede Woche, 24 Stunden, 7 Tage. Breiten sie diesen Frame aus. Und Dino Kupala hat sich jetzt entschlossen, aber ich sage einfach gar nichts dazu, zu den Vorwürfen. Ich lasse das einfach so stehen. Wahrscheinlich ist der Gedanke oder die Theorie, warum das funktionieren soll, ist, wenn ich jetzt darauf eingehe, dann kann ich nichts anderes sagen. Dann kann ich nicht über Sachthemen reden. Dann geht es wieder die ganze Zeit nur um dieses Thema. Das möchte ich verhindern, deswegen sage ich einfach nichts dazu. Und außerdem, wenn ich nur Positives sage, nur nette Sachen sage, dann nehmen mich die Leute auch als nett wahr. Deswegen sage ich einfach lauter nette Sachen, auch wenn es jetzt Allgemeinplätze sind. Ich danke den Wählern. Ich sage, es muss doch konstruktiv gearbeitet werden. Ich sage die ganze Zeit lauter Sachen, die mich nett aussehen lassen. Dann bin ich auch nett, weil das sehen die Leute. Die anderen sagen, schlimm, die AfD ist schlimm. Und ich sage, und ich bin einfach nett. Und das überzeugt dann die Leute. Aber das funktioniert nicht. Und besonders jetzt bei diesem Beispiel funktioniert es nicht. Weil den Fehler hat auch schon Andreas Kalbitz gemacht. Den machen ganz viele. Sie sind in Interviews ganz nett, ganz umgänglich. Aber die anderen sagen dann oder legen nahe, sie heucheln nur. Sie tun jetzt nett, aber sie sind es in Wahrheit gar nicht. Und dann wirken sie noch besonders dämonisch. Weil, guck her, in Sachsen-Anhalt, da sind die schlimmsten Sachen. Sozusagen, da sind also Sadisten und also die gestörtesten Leute sind da, versammeln sich da und er distanziert sich nicht, weil er möchte ja von ihnen gewählt werden. Und jetzt hier spielt er den Netten. Seht her, diese ganze Nettigkeit, sie ist nur gespielt. Und somit ist auch Kupala zerstört. In dem Moment, wo er eingeblendet wird, nichts sagt, denkt sich der Zuschauer, aha, Wagenknecht hat ihn ertappt. Ertappt. So ist er also, der Kupala. So ist die AfD. Dämonische Populisten. Ha, auf keinen Fall wähle ich die. Auf keinen Fall. Ist ja widerlich. Das ist ja wirklich ekelhaft. Wagenknecht stellt nicht nur diesen Vorfall so dar, sondern indem jetzt Kupala nichts sagt, steht er auch so da. Wie der widerliche Populist, der das alles weiß, was für schlimme Dinge passieren, was für eine Gesinnung seine Kameraden haben. Aber er distanziert sich nicht, weil er will gewählt werden. Und wenn dann die AfD an die Macht kommt, dann kommt das Schlimme. Dann reißen sie die Maske runter und dann zeigen sie, wer sie wirklich sind. Diesen Eindruck, das wissen auch die Altmedien, Altparteien. Sie wissen ganz genau, dass die AfD-Strategie nicht aufgeht und dass das dann so funktioniert, dass die Leute das denken. Ja, sie reden nett, aber sie sind keine Alternative. Sie sind Dämonen. Ich setze mich mit ihnen gar nicht auseinander. Das fährt dann auch auf mich ab. Da habe ich richtig Angst vor. Das ist also wie Dreck. Man möchte auch nicht in den Dreck langen. Also meidet man die AfD. Da wollen wir gar nichts von wissen. Außerdem, die anderen hassen sie alle. Und sie hassen sie wahrscheinlich auch zu Recht. Weil wir sehen ja hier, Kupala wurde ertappt. Er wurde von Wagenknecht auf frischer Tat ertappt. Er wurde durchleuchtet. Er wurde entblößt.
So steht er da. So steht die AfD da. Ich weiß nicht, ob er sich das denkt. Es ist auch egal. Es ist, besteht auch die Möglichkeit, dass Kupala hier ein falsches Spiel spielt. Das darf man auch nicht ausschließen. Ich stehe da nicht dahinter. Natürlich möchten wir jetzt denken, dass er weiß es nicht besser, er hat die besten Absichten. Aber man kann nichts ausschließen. Ob er, was da dahinter steht. Am Ende steht der Fakt, was passiert ist. Und dass es der AfD schadet. Und dass es auch uns schadet, dass es jedem Mitglied schadet. Und dass es die AfD zerstört, dass jetzt ganz viele neue Wähler, also ganz viele Leute, die das gesehen haben, und dass sich also dieser Frame, dieser Dämonen-Frame verfestigt. Und dieser Vorwurf, der legt sich wie eine Schlinge um den Hals und das zieht sich immer fester zu. Und es bringt nichts. Man muss sich dem stellen. Man muss sich argumentativ dem stellen, dem entgegenstellen. Und jetzt hat Kupala natürlich die Angst und sagt sich, ja gut, aber wenn ich jetzt, dann passiert es doch wie in der Vergangenheit. Ich sage, wir sind nicht Rechtsextremisten, dann bringen sie 1000 Beispiele, auch wenn das natürlich unverhältnismäßig ist, unausgewogen ist, dann können sie, zaubern sie aus dem Hut 1000 Beispiele, sagen die auf und dann haben die Leute den Eindruck, es ist also die ganze Zeit passieren nur schlimme Dinge in der AfD. Ob es jetzt stimmt oder nicht, das heißt, es ist vollkommen zwecklos, mich dagegen zu wehren. Ich habe gar keine Chance. Aber er kann genau das erklären. Er hat eben eine Chance. Und im Gegenteil kann er sie dadurch, dass sie jetzt diesen Angriff machen, kann er sie erst richtig entblößen. Diese Leute gehen ein Risiko ein. Also auch Wagenknecht geht ein großes Risiko ein mit dem, was sie hier gemacht hat. Wenn jetzt Kupala einfach aufzeigt, wenn jetzt Kupala den Zuschauer das erklärt, was ich jetzt hier erkläre, dann ist Wagenknecht zerstört. Dann ist sie vernichtet. Die AfD muss die Vokabeln bringen, Unausgewogenheit in solchen Situationen, um die anderen zu entblößen, wenn sie die anderen entblößen will. Wenn jetzt der Vorwurf kommt, Rechtsextremismus, dann kann Kupala einfach sagen und greift, damit geht er auch automatisch in die Offensive. Dieser Vorwurf ist unverhältnismäßig, er ist unausgewogen. Ganz viele Parteien bei den Linken distanzieren sich nicht von der Antifa. Und es mag bei uns vielleicht, wir haben 35.000 Mitglieder, ich weiß nicht wie viele Mitglieder, ich glaube 35.000. Bei 35.000 Mitgliedern in ein paar Jahren passiert viel. Aber bei uns passiert viel weniger als bei den anderen. Nur sie, die Medien, berichten darüber nicht. Aber ich kann jetzt hier erzählen, A, B, C, D, E, nicht mal Bundestagsabgeordnete distanzieren sich von der Antifa. Sie berichten nicht über die Antifa, aber die Antifa macht A, B, C, D, E, die ganzen Beispiele. Muss er auswendig lernen, damit er sie in der Situation sofort nennen kann. Da kann er auch schildern, wie die AfD beim Wahlkampf von der Antifa behindert wird. Wie undemokratisch gegen die AfD vorgegangen wird. Zum Beispiel bei der Hamburg-Wahl haben ja die Spitzenvertreter erzählt, sie konnten keine öffentliche Wahlveranstaltung machen, weil sie so behindert wurden. Sie bekommen keine Räume. Sozusagen kann er jetzt alles schildern, dieses ganze undemokratische Verhalten kann er schildern und kann zeigen, ja, sie haben jetzt behaupten jetzt, wir sind das, aber das ist unausgewogen, das ist die Realität. So sieht es nämlich aus. Sie versuchen hier ein blaues Bild mit wenigen roten Punkten dem Zuschauer als rot zu verkaufen. Sie sind die Extremisten und nicht wir, weil sie verhalten sich so und sie probieren uns auch zu diffamieren. Weil genau diese Diffamierung kennzeichnet diese Leute auch als Extremisten. Und das kann er ja, diesen Punkt kann er machen. Und dann sozusagen sind diese anderen Leute dieses Risiko eingegangen und Kupala kann es auf sie selbst zurückwerfen, negativ. Das heißt, umso mehr sie in den Angriff gehen, umso mehr sie probieren, umso mehr sie versuchen, der AfD zu schaden und umso hinterlistiger der Angriff ist, wenn er enttarnt wird, umso schlimmer fällt es auf diese Leute zurück. Kupala muss einfach nur beschreiben, was diese Leute machen. Das muss er auftröseln können. Natürlich ist es in der Situation schwierig, aber man hat ja die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wie das da funktioniert hat. Und das kann man sich ja angucken und kann das schildern. Und dann kann man meistens auch in der Situation die Dinge wiedererkennen, die passiert sind, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Kupala hätte also hier intervenieren müssen, hätte es als unverhältnismäßig zurückweisen müssen, den Vorwurf des Rechtsextremismus, und dann schildern müssen, was Sarah Wagenknecht hier gemacht hat. Wissentlich. Dass Sarah Wagenknecht auch weiß, dass es 4 Jahre her ist. Dass sie kein
Beispiel von vorher hat. Dass sie also das ein Beispiel von 4 Jahren ausgekramt hat. Dass sie weiß, dass das jemand gewesen sein kann, der die AfD infiltriert hat. Dass sie weiß, dass Kirchner sich davon distanziert hat, natürlich erstmal. Und dass er auch angibt, glaubhaft angegeben hat, nichts davon gewusst zu haben, weil Sarah Wagenknecht auch ganz genau weiß, wie es ist, wenn man Parteikarriere machen will, dass man dann in Gruppen aktiv ist. Und dass man nicht alles mitbekommt, was in diesen Gruppen läuft, sondern dass man probiert, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und dass Sarah Wagenknecht das alles wissentlich dem Zuschauer verschwiegen hat und sie jetzt hier auf die Schnelle versucht hat, den Eindruck zu erwecken, es wäre also Sodom und Gomorra, wäre in Sachsen-Anhalt. Und vor allen Dingen, da sie das Datum nicht genannt hat, ist ja auch noch aktuell. Er kann jetzt die schlimmsten Vorwürfe darauf aufbauen und kann sagen, sie täuschen, sie hetzen und kann das damit untermauern. Aber wichtig ist die Schilderung. Dass Sarah Wagenknecht täuscht und hetzt, ist das Resümee. Die Vorwürfe allein sind natürlich auch gut, aber er muss dann sie belegen können. Das ist ganz wichtig. Weil sonst, wenn er sie nicht belegen kann, jeder Vorwurf, der nicht belegt werden kann, dann sagen die ja, sie behaupten hier irgendwas und sie sind dadurch erst recht kein Demokrat, wenn sie einfach sowas behaupten. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitererzählen, aber ich glaube, das Video ist lang genug. Ihr könnt ja schreiben, was ich vergessen habe, wie ihr das seht, wie ihr die Sendung gesehen habt, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.